Ja, das stimmt. First Blade ist auch 50.000 Mal gestorben irgendwie, oder? Nee, nicht First Blade. Oder? Ich weiß es nicht. Der hat sich als ein Troll eingereiht und ist nicht mal ein Troll. Na, ist ja auch toll. Das bringt doch so nicht. Versteht das nicht, Kinders? Vote kick the Oh fuck, ein bisschen groß geschrieben alles. So ganz dezent. Dicker. Ich werde diesen Nexus des Wissens verschlingen. Scheiß Kapselfahne. Wie man sich vielleicht denken kann. Bin auch wieder der einzige Tank, wa? Also die Gruppe braucht nicht mehr als einen Tank, wie es aussieht. Boah, Leute, meine Augen brennen weg, ey. Das ist ja echt grausam. So, boom, boom, klapp. Boom, die klapp, die klapp. Boom, boom, klapp. So. So. Hallo, ich soll hier irgendwie das Damage ziehen, hat mir mal jemand gesagt. Lustig, ohne Heal. Hey Kollege, hier bin ich. Nirgendwo anders, klar. Der tat weh. Aua. Schade. Na super, und jetzt bin ich in 10 Sekunden natürlich tot, wenn du weitermachst. Digga, nee. Ist grad nicht sein Ernst. Glaube nicht, du hättest gewonnen. Ich trage viele Hüllen. Ich bin die Quelle. Ich habe Welten erobert. Du wagst es, dich mir zu widersetzen? Kritischer Schaden. Geilon. Richtig geilon. Schaden genommen. Werde Zeuge meiner Macht. Ah, und The Proof ist tot. Ne, The Proof versucht zu heilen. Oh. Leistung eingeschränkt. Auslöschungsprotokoll wird aktiviert. Der Proof versucht auch die ganze Zeit Damage zu machen, also so richtig Sinn macht's nicht. Schaden genommen. Und er hielt sich nur selbst. Kritischer Schaden. Warum hielt er ihn nicht? Geringer Schaden. Me too. Werde Zeuge meiner Macht. Ich werde diesen Nexus des Wissens verschlingen. Ich
Mewtwo Vestidious Pokémon. Oder so ähnlich. Oh, Systeme ausgefallen. Alter, ist das hell. Meine Augen brennen ja aus. Ah, Meshner hat auch schon wieder aufgeheben. Okay, dann. Outkick. Ah, ganz ehrlich, der bringt gar nichts, dieser fucking Healer-Noob. Wie Spiel habe ich gefunden? Habe ich doch so geschrieben. About Cake the Pro. Hopper the Pro. Ohne Spaß, der Healer bringt uns so wenig. First Plate hat dagegen gestimmt. Okay. Leckt mich doch alle am Arsch. Ihr meint also, wir schaffen das so. Okay. Wenn Meshner das unbedingt will. Auch wenn Meshner die einzige ist, die das einzige ist, was überhaupt Sinn macht, aber okay. Die einzige, die gut ist, ist auch egal. Da. Seht ihr das? Ohne Meshner hier, oder wie man es auch aussprechen mag. Wäre da gar nichts. Bambat. Was ist denn ein Bambat? Die Rüstung von denen schon voll im Arsch? Na, meinst du jetzt bei 50%, ne? Danach müsste ich es auch machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist der gut. Ah. Die machen halt kaum Damage, diese Teile. Ah, Shield-Generator. Absorbieren Schaden. Naja, warum nicht? Nicht? Versteht ihr? Nicht? Nicht? Kann ich die auch auf meine Schmuckstückseite setzen oder nicht? Nein. Alter.
Digga. Gesundheit, 31 Macht. 72 Gesundheit. Erhöht die Verteidigung um 37 und Gesundheit um 50. Digga, nee. Dann reicht das hier nicht. Oh Gott, Bamad ist zum ersten Mal da. Grenzfreude. Ja, ich freue mich. That's what she said. Oh mein Gott, manchmal bin ich so behindert, ohne Spaß. Da ärgert man sich selbst, dass man so behindert ist, wisst ihr? Hey, die Avatar-Bombardier-Rüstung. I am a boy, friend. Ohne Spaß, wo bleibt denn der andere? Kommt der nochmal? Kann ich hier oben irgendwas sammeln? Ich werde diesen Nexus des Wissens verschlingen. Warum machst du sowas? Achso, ein Alter, okay, haha. So, bum bum klapp, die klapp, die klapp, die bum bum klapp. Auf die 7 habe ich gerade Gesundheit, wa? Ha, ja. Was soll ich da machen? Wow, das ging schnell. Du, du. Ah, komm. Hey, der Healer ist besser geworden, kann es sein. Tut mir leid, dass ich rauswerfen wollte. Ah, Bambat braucht auch schon wieder Healer. Ach, Bambat ist auch wie ich Frontkämpfer, okay. Deswegen bin ich auf einmal nicht mehr so alleine. Wundert mich schon. Man fühlt sich auf einmal so zusammengehörig. Wo ist er hin? Ah. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, hier. Hier bin ich. Oh Gott, hier bin ich nicht mehr.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es mal klappt. Glaube nicht, du hättest gewonnen. Ich trage viele Hüllen. Ich bin die Quelle. Ich habe Welten erobert. Du wagst es, dich mir zu widersetzen. Systeme ausgefallen. Oh no. Wie kommt das? Wie kommt das? Wie kommt das? Wie kommt das? Wie kommt sowas? Wie kommt das? Zustande. Okay. Werde Zeuge meiner Macht. Schaden genommen. Auslöschungsprotokoll wird aktiviert. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Warte, wo ist er? Geringer Schaden. Kann mir irgendjemand sagen, wo er ist? Ach, da ist er. Leistung eingeschränkt. Also, das andere Teil da. Hier ist das komische Teil. Kritischer Schaden. 6. So, Status 4. Kritisch. Au. Werde Zeuge meiner Macht gefallen. Leistung eingeschränkt. Aua, 7, aua. So, jetzt mal sehen, was ihr hier drauf habt, so nicht? Geringer Schaden. Schaden genommen. Ist noch keiner tot, hoffentlich. Ja, ist noch keiner tot. Außer der komische Vogel da. Wer das auch immer sein mag. Kritischer Schaden. So. Aua, das tat weh. Status kritisch. Werde Zeuge meiner Macht. Leistung eingeschränkt. Schön hier drin bleiben, Kollegen. Da kriegt man ein bisschen Power. Aha. So, zack, zack, boom, die klapp, klapp, boom, boom, klapp, die klapp, die klapp, boom, boom. Protokoll wird aktiviert. Schaden genommen. Kritischer Schaden. Aua. Wem leistest du Widerstand? Geringer Schaden. Au. Schildgenerator reinschmeißen. Status kritisch. Werde Zeuge meiner Macht. Schildgenerator haben wir aktiviert. Ich werde dir die Ignoranz aus dem Fleisch schneiden. Ja. So. Schöne Sache. Aua. Wenigstens krieg ich hier. Hier bin ich, Mensch. Kinders. Wo ist er denn? Hey, der Brainiac macht mich fertig. Beam hier, beam da. Beam dort. Systeme ausgefallen. So, was hatte ich noch? Hatte irgendwas noch? Schaden genommen. Nein, Bruchstern hatte ich. Werde Zeuge meiner Status kritisch. Leistung eingeschränkt. Ich weiß, es ist ein bisschen behindert gerade, dass ich Wurfsteine benutzt habe. Ich weiß nicht, wofür die eigentlich geeignet sind. Geringer okay. Schaden. Auslöschungsprotokoll. Ist einer aus der Gruppe ausgetreten? Kritischer Schaden. Systeme ausgefallen. Wow. Kritischer Schaden. Geringer Schaden. Werde Zeuge meiner Macht. Schaden genommen. So. Ach, fuck. Oh Mann. Leistung eingeschränkt. Ja. Nein. Ich bin nicht zu stoppen. Nein, Brainiac. Du hast verloren. Du hast gedacht, dass Technologie deine Stärke ist. Da hast du dich geirrt. Es ist deine größte Schwäche. Glaubst du, ich hätte verloren, bloß weil du meiner Kontrolle für einen Moment entkommen bist? Dumme Menschen. Ich Guck mal, werde da steh euch ich. Vernichten und das Multiversum entschlüsseln.
Ich habe Welten erobert. Du wagst es, dich mir zu widersetzen? Für einen super Bösewicht echt wenig Pixel. Werde Zeuge meiner Macht. Da wäre ich mir nicht so sicher, Brainiac. Calculator und ich machten gerade einen kleinen Ausflug durch deine Waffensysteme. Ich sage es ungern, Brainiac, aber Brother Eye? Er war nicht halb so gut, wie du dachtest. Wir konnten durch ihn auf einige deiner Abzapfprotokolle zugreifen. Fertig, Oracle? Auf meiner Seite ist alles bereit, Calculator. Jetzt! Aufgehalten von seiner eigenen, überlegenen Technologie. Oh, und bevor du auf irgendwelche verrückten Ideen kommst, Oracle, wir sind immer noch keine Freunde. Nicht mal, wenn du darum bettelst. Sagt ihr, that was easy. Ja. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Wie gesagt, die Bathöhle ist eigentlich nicht für Besucher geöffnet. Aber ohne dich hätte Brainiac einige der wertvollsten Informationen der Welt unter seine Kontrolle gebracht. Gute Arbeit. Oracle zeigt dir den Ausgang. Aber wenn ich das hier rausmache? Oh Gott. Selbst Niederlagen machen mich stärker. Meine Widersacher offenbaren sich. Mit jedem Kampf wächst mein Wissen. Mit der Zeit werde ich ihre Gedanken vor ihnen kennen. Gedanken sind die mächtigste Kraft des Multiversums. Stärker als Stahl, schneller als das Licht. Man kann ihr nicht entgehen oder sie durch Wahnsinn vertreiben. Sie ist meine Waffe. Und mit ihr werde ich jeden Nexus des Wissens erobern. Es ist unabwendbar, denn die Zeit ist auf meiner Seite. Ja. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall, ja. So. Mann, kann ich die auch nicht mehr benutzen hier, wenn ich den Schmuckstück rausschmeiße. Das ist das Problem. So. Ah, der letzte Countdown hieß bestimmt mal The Final Countdown. Oh, geil. Ja, gib's mir. Was ist das hier? Star Labs. Auch nur 48. Hab ich gerade 42, naja, nur. Schade. Steel Brainiac, oh, fett. Kann man hier drin die ganze Rüstung sammeln von Brainiac? Oh, ich bin alleine. Warum bin ich alleine? Oh, Digga, ich habe jetzt keinen Bock, alles nochmal zu sammeln hier drin. Nee, habe ich keinen Bock drauf. So. Achso, Quatsch. So, dann will ich mal gerne hier hin kurz. Ich bin blind. Digga, die Sonne ist so schlimm. Die Sonne ist so grausam. Ist gar nicht mehr lustig. So, dann laufen wir da lang. Da ist doch das Deck of Tech. Tech, bist da. Okay. Lauf wieder Windbully. So, und da können wir endlich mal unseren du musst ihn dir verdienen. Brustpanzer Beweise, ersetzen. Dass du es drauf hast, oder und nicht? Wir fangen an. Immer noch nicht. Hm. Ein Erfolgsabzeichen fehlt. So ein Dreck. Das kann doch nicht sein. Der Anzug ist nicht käuflich. Du musst ihn dir verdienen. Bring mir Beweise, dass du es drauf hast und wir fangen 51, an. 56, 40. Ja, ich brauche unbedingt einen neuen Brustpanzer.
Jo, der Brustpanzer ist aktuell das Schlechteste. Der Anzug ist nicht käuflich. Du musst ihn dir verdienen. Bring mir Beweise, dass du es drauf hast und wir fangen an. Schild kostet 280. Geilo. No, Mann, ey. Die sehen erstmal geil aus. Naja. Was mache ich? Warte ich ab. Ist wahrscheinlich am besten. Abwarten. Ja. 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 Ja, ich warte ab. Dann würde ich mir gerne nochmal diesen Brainiac-Rücken angucken. Erscheinung. Brainiac. Na ja, ja. Blutfledermaus ist ein bisschen pervers. Domsday. Dunkler Gespensterbettanzug. Geschützter Roboter, griechisch-römisch. Jakia, na na. Ich bin ja echt am Überlegen, mal was auf den Rücken zu kloppen, aber. Irgendwas Cooles. Das sieht ja ganz cool aus hier, muss ich ja sagen. Aber ich meine, sie kann ja sowieso nicht fliegen, die Liebe. Nicht? Tuck, 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 tuck. Ja, das ist so das erste Captain America-Schild. Nur halt mit einem C drauf. Unterteil. Blabla, poliertes Messing. Meistersöldner. Ja, ja, ist alles schon ganz schick, eigentlich, wie es aktuell aussieht. Da würde ich erstmal nichts verändern. Nicht. Geschützter Roboter. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ist es wahrscheinlich auch. Ja, Ninja. Ja, so eine kleine Mütze ist bestimmt ganz schick, aber nee, muss nicht. Das sieht komisch aus. Das sieht noch komischer aus. Oh Gott, bitte mach es weg. Da bleibe ich lieber beim gut alten bewährten Nichts. Nein, nicht nichts. Für die Schultern hatte ich auch mal überlegt, aber es sieht unweiblich aus. Maximal sowas hier. Ja. Das tut doch weh. Na, das ist so ein typischer Crazy-Style halt. Und ich möchte natürlich nicht andauernd bei dem bleiben. Oh nein, nicht das JL-Zeichen. So, die Hände sind ganz wichtig, dass die so bleiben. Füße, Hemd. Ach, das ist alles super. Guti. Dann würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, das war's erstmal für die nächsten Folgen von der Viviona. Man hat ordentlich was gesehen. Ich werde sie bald mal wieder zeigen, wenn sie eine gewisse CR erreicht hat. Weiß noch nicht welche. Ich werde natürlich weiterspielen, ohne dabei aufzunehmen, weil sonst geht das Ganze ja hier nicht mehr voran beim Let's Play. Ach Mensch, ich sehe aus wie hingekackt und hingeschissen. Gut, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es hier heißt Let's Play DC Universe Online. Und nicht vergessen, hier liken, abonnieren und den ganzen anderen Schrott. Kommentieren. Kommentieren ist mir das Wichtigste eigentlich. Liken. Also wenn es euch gefällt, nur liken. Ansonsten
müsst ihr das natürlich nicht liken. Ich möchte das euch nicht aufzwingen, wenn ich sage liken. Dann meine ich, wenn es euch gefällt, liken. Und ja, Kommentare sind für mich das Wichtigste. Vor allem, ob ihr mal neue Ideen habt für gewisse Sachen. Ich weiß nicht, ich kann auch mal so eine Loadout-Checks machen. Oder auch nicht. Ja, warte. Ich kann auch mal Stile vorstellen, wenn ihr das wollt. Schreibt unten in die Kommentare. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Hola, hey Leute! Ja, das Video ist hier zu Ende. Hier kommt ihr zu einem weiteren Video und hier kommt ihr zur ganzen DC Universe Playlist. Ja, nicht vergessen zu liken, wenn es euch gefallen hat, abonnieren und kommentieren. Das Wichtigste überhaupt. Wenn ihr Vorschläge habt für neue Spiele oder so, sofort in die Kommentare damit. Oder was ich besser machen könnte, jederzeit da unten rein. Tschüssi, wir sehen uns!